Susul, hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. Was eine Anmut. Irgendjemand hat sich gerade bei mir gekloppt, was ich so schnell nicht gesehen habe und... Faye ist schon wieder geweckt worden von irgendeinem Tier. Also ich glaube, mit den Tieren in der Wohnung würde ich wahnsinnig werden. Das ist ja schlimmer als mit Sim-Kindern. Das hatte ich letztens schon mal gesagt, aber es ist ja halt wirklich so. Oh, wir müssen uns dringend um Pico kümmern. Und um Silver ja auch noch. Und hier ist unser Waschbecken im Eimer. No! Dann macht es... Ach ne, das ersetzen wir. Wir haben es ja. Also es ist ja nun wirklich nicht so, als ob unsere Fee hier am Hungertuch nagen müsste. Als allein tiererziehende Sim-Mami fast 19.000 Simoleons auf der hohen Kante zu haben. Ich wäre mega happy, wenn ich so viel Geld hätte. Oh, sie musste gar nicht aufs Klo. Naja gut. Egal. Oh, wir müssen uns mal wieder um unsere Pflanzen kümmern. Wir haben es 4.20 Uhr in der Nacht und sie ist schon wach. Wenn die Tiere sie wieder aus dem Bett geschmissen haben. Emma hat Hunger. Ja, sie kann noch was mampfen. Baloo mampft doch auch gerade was. Und da kann doch dann eigentlich auch Emma was fressen. Und apropos was fressen, ich würde sagen, Faye braucht dringend Frühstück. Wir könnten mal Pfannkuchen machen. Oder ein Obst, nee, ein Obstsalat. Auf einen Obstsalat hätte ich jetzt auch gerade Appetit. Ja, und Silver ist auch noch... Silver geht's genauso wie mir. Wenn man das jetzt bei mir gerade optisch darstellen würde, hätte ich auch Sternchen um den Kopf. Mir brummt so der Schädel. Wahrscheinlich, wir haben jetzt heute seit Anfang Dezember den zweiten Tag, wo sich mal wieder die Wolken verzogen haben und die Sonne rauskommt. Eigentlich ein Grund, sehr glücklich zu sein. Ich bin auch über das Wetter sehr glücklich. Aber... Also über das Wetter jetzt, weil ich liebe Sonne und ich brauche sie dringend mal wieder, um aus dem Quark zu kommen. Aber irgendwie scheint ich den Wetterumschwung nicht so recht vertragen zu haben. Meine Güte hier, ich will auch so kochen können. Wow, es ist nichts runtergefallen. Nur fast. Sieht ja eigentlich ganz lecker aus, ne? So, lass es nicht doch noch runterfallen hier. Level 7 der Kochfähigkeit wurde erreicht. Sehr schön, sehr schön. Wir stellen das hier mal in den Kühlschrank. Oha. Die sind ja alle von Käfern befallen. Nicht gut, nicht gut. Übrigens war bislang eine Person für Pixel. Mehr Äußerungen zu den Katzen habe ich bislang noch nicht bekommen. So. Können wir nicht mal einen Gärtner engagieren? Machen wir jetzt gleich mal, weil wir haben eigentlich keine Zeit, uns darum zu kümmern. So, der kommt morgen, aber wir ernten schon mal alles ab. Oh, die Brombeeren sind auch ready. Guck mal da, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Boah, aber die armen Pflanzen. Ja, und danach müssen wir definitiv in die Tierklinik. Oh, verdammt, das machen wir dann sofort. Hups.
dass wir Silver und Pico mal wieder gesund bekommen. Die sind ja jetzt schon eine ganz schöne Weile krank und die sollen nicht mehr leiden. So, dann holen wir mal Pico her und wir holen Silver her. So. Pico wird untersucht und geheilt. Komm mal rein, Pico. Ja, natürlich wird die Temperatur gemessen. Ah. Er ist so hübsch. Eisiges Fell, niedrige Temperatur, extrem nasse Nase. Dann untersuchen wir noch Haut und Fell und dann dürften wir eigentlich schon unsere Bewertung haben. Aha, Yoranga. Frostreude, ach du Schande. Da hilft wohl das Desinfektionsspray. Und da ist er wieder gesund. Die Untersuchung ist abgeschlossen. So, dann wird als nächstes Silver noch untersucht. Ja, sie ist auch so hübsch. Extreme Lethargie und langsamer Herzschlag. Oh je, hoffentlich verstirbt ihr uns nicht. Dann untersuchen wir das Herz mal noch. Drolliger Hund-Syndrom. Ja gut, Antipilz-Spray. So. Und da seid ihr auch schon wieder geheilt. Dann könnten wir rein theoretisch, was haben wir hier rauslassen? Ach so, dass wir ihn einfach rausschicken. So, wir müssen uns mit ihr definitiv noch besser anfreunden. Maparu. Yambala Azig. Oh. Upla. Reden wir noch mit ihr? Gau. Arfenaya. Oh. Rinchu. Tintu. Starboing. Osbook. Pepitoy. Yabya. Jeromis. Quaiba. Finba. Die Kleine ist süß. Und der Flohmarkt findet statt. Könnten wir eigentlich auch bei Gelegenheit nochmal hin. Ah. Oh. Die richtige Pflege für einen Patienten. Ja, ich glaube, sie fühlt sich bei uns wohl. Na, so eine süße kleine Maus. Wir können ja hier auch gerade mal noch gucken, ob wir hier eventuell, den ein oder anderen Rentner, sage ich schon. König. Ich meinte Streuner, nicht Rentner. Ja, Gott, ist ja fast dasselbe. Hier hinten rennt irgendwas rum und da ist gerade was weggelaufen. Oh, Nanny hat anscheinend gegen irgendein wildes Tier gekämpft im Busch.
Wir sind auch noch Katzen unterwegs, und zwar einmal hier. Es ist Henry, das ist ein Kater, der ist nix für Pico. Und das hier ist Rook, der ist auch ein Streuner. Also auch männlich und damit nicht passend. Da ist Rosie. Oh, da ist Lotte. Aber dreckiger Hund. nee, hier ist uns aber auch nichts. So, ihr zwei, ihr seid jetzt wieder gesund. Nee, er kann gerne mal noch zu uns rüberkommen. Die beiden sind jetzt wieder gesund. Das heißt, wir könnten rein theoretisch wieder nach Hause zurückkehren. Aber ihr Lieben, das machen wir in der nächsten Folge. Heute mal ein klein wenig kürzer, einfach aus gesundheitstechnischen Gründen. Ich glaube, ich hau mich gleich einfach mal noch ein bisschen hin. Vielleicht geht's dann wieder. Ja, und nächste Folge gucken wir dann mal, dass wir unser Bestreben weiter voranbringen, denn da fehlt uns ja nun auch noch das eine oder andere. Und ja, schreibt mir doch einfach nochmal auf die Folge, welche von den beiden Katzen von gestern ihr für Pico besser finden würdet. Und dann gucken wir einfach mal. Einladen müssten wir sie ja beide können. Also dann danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!